Hallo zukünftige Beat Saber Modder, Blöcketeiler und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und habe ein kleines Video für euch. Und zwar in meinem letzten Video, wie modde ich Beat Saber auf der Quest 3 Variante 2, habe ich über die Seite APK Downgrader Web geredet bzw. euch gezeigt, wie ihr damit die aktuelle APK-File von eurem Beat Saber downgraden könnt. Das funktioniert immer noch, nur funktioniert es jetzt ein wenig anders und das will ich euch gerade zeigen. Also, ihr ruft diese Webseite auf, dann wählt ihr eure APK-Datei aus dem Backup, was ihr in SideQuest erstellt habt, von eurer aktuellen Version. Sobald ihr das dann ausgewählt habt, geht Loading Patches los. Dann zeigt ihr euch alle Patches, die zur Verfügung stehen. Und wir nehmen momentan die Version 1.280. Die klicken wir einfach an und schon geht der Download vom Patch los. Man sieht hier oben mit 1%, 2% und so weiter und so fort. Das dauert jetzt ein bisschen. Sobald der Download fertig ist, beginnt er direkt damit, die Datei zu patchen. Und wenn er damit fertig ist, fängt automatisch ein Download an. In diesem Download enthalten ist dann eure downgegradete APK-File von Beat Saber. Und diese wiederum könnt ihr dann mit SideQuest auf die Quest 3 bringen. Der Rest von meinem Video, wie modde ich Beat Saber auf der Quest 3 Variante 2, bleibt unverändert. Es ist also nur dieser eine Part mit dem APK-Downgrader, der sich jetzt etwas verändert hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hilft euch weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Soshiro.